Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Autobahn-Polizeisimulator. Ist ja schon wieder eine Ewigkeit her, dass da wieder was dazu gab. Jetzt hätte ich mal kurz die Gesamtlautstärke runterstellen, beziehungsweise mal kurz. Ja, gut, warum nicht schauen, wenn es eingeblendet wird, ist immer auch eine Frage. Es wird jetzt auf jeden Fall wieder mehr Content geben. Es gab ja auch schon das ein oder andere Video. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder mehr. Und ja, gut, jetzt habe ich das Ding jetzt gemacht. Das ist doch scheiße. Und ja, ich würde einfach mal sagen, lass uns ins Spiel einsteigen und mal sehen, was auf uns zukommt. So, meine lieben Leute, da sind wir auch. Okay, und ich habe gerade gesehen, dass Rocket League installiert wurde. Jetzt werden die mal wie ich rennen muss, ey. Oh, es ist schon ewig her. Das wollte ich gerade schon sagen, also. Ihr wollt mich doch jetzt verkacken, oder? Alter, diese Tür! Ach na, ach Junge, jetzt darf ich erstmal wieder nach oben. Dann hier rein. So, was wissen wir jetzt von Leute, mir? wir haben einen schweren Unfall, bei dem ein LKW beteiligt ist. Es gibt mindestens einen Schwerverletzten. Die genauen Koordinaten schicke ich euch sofort aufs Navi. Sind unterwegs. Ja, annehmen, fertig. Oh, muss ich überhaupt längs? Karte. So, jetzt auch. Die alte, die Sirene lasse ich aus. Die Sirene lasse ich aus, da kriegst du einen Kurzreiz. Also ich finde, ohne Unfall in diesem Game kann man es einfach nicht schaffen. Das ist gut. So, da sind wir jetzt auch angekommen. Ja, das sieht schon eng aus. Also was da jetzt wohl passiert ist, naja, möchte ich gar nicht wissen. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Ja, ich will jetzt kein Foto aufnehmen. Oh, was ist jetzt überhaupt das Problem? Fotografieren, Unfall. Was soll ich denn da fotografieren? Ne, kann ich doch was. Jetzt muss ich erstmal zu dem Rettungsfuzzi hier. Hallo, können Sie mir einen kurzen Überblick geben? Natürlich. Vor kurzem war hier noch ein Stau und dieser Kleinwagen stand ganz am Ende hinter einem Laster. Da kam ein zweiter LKW und ist nahezu ungebremst auf den Kleinwagen aufgefahren. Die Fahrerin hatte keine Chance. Hat sie es nicht geschafft? Leider nicht. Ich hoffe für sie, dass es wenigstens schnell ging. Der Wagen ist völlig zerquetscht. Das konnte niemand überlebt haben. Seien Sie froh, dass Sie sich den Anblick ersparen konnten. Okay. Danke. Wenn Sie den Fahrer des vorderen LKWs befragen wollen, müssen Sie wissen, er steht unter Schock. Ich glaube nicht, dass er viel rauskriegt. Sein Name ist Peter Kimmich. Und der Verursacher? Das ist ein ganz anderes Thema. So, ich muss weitermachen. Und das ist jetzt wie gemeint? Nun gut. Peter ich Kimmich. Ich werde es schon herausfinden. Die Kameraphysik. Alter, die Kameraphysik. Wo sind denn jetzt hier die Unfall? Hier. Guten Tag. Moment, kennen wir uns nicht? Wir hatten doch erst kürzlich miteinander zu tun. Ja, das stimmt leider.
Darauf komme ich gleich noch zurück, aber jetzt sagen Sie mir erst einmal, was hier geschehen ist. Naja, ich muss einen Moment unaufmerksam gewesen sein. Plötzlich war da das Stauende und ich hatte keine Zeit zu reagieren. Sagen Sie mal, rieche ich da etwa Alkohol? Haben Sie wieder getrunken? Jetzt sagen Sie es schon. Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Ehrenwort. Aber mein Beruf ist so stressig und zu Hause macht mir meine Frau die Hölle heiß. Ich musste das alles mal für einen kurzen Moment ausblenden. Nee, also, jetzt mal ganz ehrlich, zurückhalten kannst du in so einer Situation einfach nicht mehr sein. Weil, ich meine, ihr seht ja den Mann rechts im Bild und er hat gerade praktisch Menschenleben auf sich genommen. Also praktisch, dass jemand in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Also ganz ehrlich, zurückhaltend agiere ich da nicht, sondern eher energisch. Wissen Sie, dass die Frau in ihrem Auto förmlich zerquetscht worden ist? Das hätte nicht passieren müssen, wenn Sie sich an die Regeln gehalten hätten. Wir nehmen Sie jetzt mit zur Wache. Da wird Ihre Aussage aufgenommen und ein Bluttest wird Ihren genauen Alkoholpegel ermitteln. Scheiße, Junge. Alter, dann immer richtig zusammengeschissen, ey. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Meine Fresse, diese Kameraphysik, die... Diese Kamera, die kotzt mich was an in diesem Scheiß-Game, Alter. Ich lösche es bald wieder, Mann. Alter! Ey! Also... Hier ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Kannst du jetzt einfach mal herhieben auf dieses... Ist es jetzt mal normal, dass ich auf dieses scheiß Auto fokussieren kann? Danke. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also wer in dem Auto noch ein Autounfall überlebt, ey, ist wirklich Jesus. Also, wenn ich da drin sitzen würde, gute Nacht, Alter, um 6. Also wünsche ich mir natürlich selber nicht, wünsche ich natürlich gar keinem anderen auf der Welt. Ganz im Gegenteil, ich hoffe natürlich, dass alle gesund bleiben und sonstiges, aber wenn so ein Auto drin... Ey, diese Kamera, die macht mich fuchsteufelswild. Hallo, alles in Ordnung bei Ihnen? Herr Kimmich, ich weiß, dass Sie unter Schock stehen. Aber könnten Sie trotzdem versuchen, mir ein paar Fragen zu beantworten? Ja, so gut ich kann. Ich kann nur einfach noch nicht fassen, was da passiert ist. Was können Sie zum Unfallablauf sagen? Nicht viel. Hier war Stau, wie meistens um diese Uhrzeit. Ich stand gerade mal für 2 Minuten hier, da rumst mir was gegen den Hänger. Ich dachte gleich, dass mir ein anderer LKW reingefahren sein muss. Der hat vermutlich noch nicht mal gebremst. Das zerquetschte Auto ist... Das habe ich erst gesehen, nachdem ich ausgestiegen war. Schlimme Sache ist das. Sowas sollte nicht passieren. Okay, das reicht schon, Herr Kimmich. Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Sie gehören in ein Krankenhaus. Einer der Rettungswagen wird Sie mitnehmen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn die Kamera doch nicht irgendwie einen kompletten Spin hat, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Weil die Kamera, die ist nicht normal. Alter, jetzt... Genau, jetzt muss ich das noch rauszensieren. Ey, Mann. Och, Junge, ist so ruhig. Wie war das jetzt gewesen? Greifen.
Ach, Junge, Alter. Genau, jetzt muss ich ja auch noch ein Wort rauszensieren. Ich könnte Fuchsrüffels wählen, wenn ich... Alter, jetzt steig doch in diese Karre, ey. Ich dreh noch durch in dem Game. Nee, also ganz ehrlich, ihr könnt es jetzt vergessen, ich teleportiere mich da jetzt hin. Ins Gefängnis mit ihr. Das ist also einmal alles schon gut, aber das zweite Mal dann auch noch Menschenleben. Okay, das hatte ich jetzt auch noch nie. Alter, diese Es macht mich teufelswürde. Von deinen Gefühlen leiten. Da kannst du in Teufels Küche kommen. Hättest du den Fahrer damals angezeigt, wäre das heute nicht passiert. Das wollte ich dir zumindest noch sagen. Ich glaube, du hast selbst genug dran zu knabbern. Jeder macht mal Fehler. Aber das hier sollte sich nicht wiederholen. Ja gut, dass sich der jetzt mehr oder weniger wiederholt hat. Naja, das war jetzt echt nicht clever, aber... So, Hagi, was willst denn du jetzt? Ach, wenigstens mal die Tür nach außen auf, ey. Ich habe einen sehr dringenden Einsatz für euch. Ein kleines Flugzeug muss notlanden. Bis zum nächsten Flughafen schafft es das nicht. Daher muss es auf der Autobahn landen. Alles Weitere, wenn ihr im Auto seid. Los, gebt Gas. Wir machen uns sofort auf den Weg. Oh, Junge, nimm doch die einfach an und gut ist, Mann. Ey, diese Tür, die macht mich toll. Ey, Alter, dieses Game macht mich fuchsteufelswild. Frag mich nie warum, aber es macht mich... Oh, ey. Ich könnte jedes Mal ragen, ey. 11, ey, natürlich, 11,9 Kilometer, sag mal. Wie soll ich das denn in der Zeit schaffen? Erstmal bitte. Wo ist es überhaupt? Da oben? Hä? Ist nicht verfügbar. Ihr wollt mir doch jetzt nicht wirklich weiß machen. Wie soll ich denn innerhalb der Zelle ankommen? It's my no joke. Ja komm, Kamera, werd normal. Boah. Was ich jetzt machen muss, ich setz mich jetzt mal vor. Mal ziehen wir die Schuppen dicht. So, jetzt bremsen wir den nachfolgenden Verkehr vorsichtig aus. Schalte bitte die Matrix an. Bleib da vorne stehen. Scheiße, wie ihm? Was? Nee. Wollt mir jetzt gerade nicht weiß machen, dass die Mission fehlgeschlagen ist? Nur weil ich vergessen habe, die Matrix anzuschalten? Also, ich bin gerade wirklich ein bisschen enttäuscht. Bloß weil ich die Matrix vergessen habe einzumachen, zeigt sie mir das Spiel gleich an Mischenfeld. Also, jetzt mal ehrlich, wo ist da denn die Spiellogik? Das soll man kurz mal vergessen, die Matrix anzumachen. Du kannst aber auch die Tür aufmachen, um ein Signal zu geben, okay, da kommt eventuell eine Gefahr. Also, nee. Darf
ich jetzt wenigstens mal wieder aussteigen? Also, nee, Leute, ich verstehe es nicht. Ich werde die Mission nochmal offscreen machen, aber nee, also ich bin gerade fuchsteufelswild drauf. Weil ganz ehrlich, dieses Spiel, alles schon gut, aber es nervt mich gerade brutal. Ich bin gerade wirklich genervt von dem Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch später, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich bin gerade auf jeden Fall von dem Spiel genervt. Auch ein Stück weit enttäuscht und ja. Bloß das Let's Play, das werde ich natürlich fortsetzen bis zum Schluss, gar keine Frage. Bloß das Spiel, von dem bin ich echt noch ein Stück weit enttäuscht. Ja. Und Leute, ich werde jetzt damit auch das Video beenden, weil, wie ihr seht, ich bin gerade nicht so gut gelaunt. Ich möchte jetzt natürlich nicht die schlechte Laune an euch auslassen, ganz im Gegenteil. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game so findet und so. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, Leute, habt jetzt einfach noch einen traumhaften Tag. Haut rein und ciao, ciao.